Hallo und herzlich willkommen auf Jurelda.de. Schauen wir uns nun ein Beispiel an, wo man den Erwartungswert benutzen kann in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben ein Spiel und zwar haben wir zwei verdeckte Hütchen oder Schachteln, je nachdem. Und wir wissen nun, da ist Geld drin und in einer Schachtel oder in einem Hütchen ist gerade doppelt so viel drin wie in dem anderen. Und das heißt, am Anfang kann ich den Probanden oder den Spieler aussuchen lassen, welches von beiden Hütchen ich nehme. Stellen wir uns vor, der Spieler nimmt dieses Hütchen hier, deckt es auf, hier haben wir 1 Euro drin. Und jetzt ist die Frage, oder der Showmaster stellt nun die Frage, den 1 Euro behalten oder wechseln. Wir wissen ja, in dem einen ist doppelt so viel drin wie im anderen. Und jetzt ist die Frage, ja, soll ich das machen, soll ich den Euro behalten oder soll ich das Risiko eingehen und hoffen, dass hier 2 Euro drin liegen. Und nun, das kann ich auch mit dem Erwartungswert ausrechnen. Der Erwartungswert von x wäre in diesem Fall die Möglichkeit, dass wir in diesem Hütchen hier 2 Euro drin haben. Die ist natürlich 50%, also 1,5. Aber es könnte natürlich auch genauso sein, dass das hier schon das Doppelte war, dieser Euro. Das heißt, es sind nur 50 Cent drin liegen. Das heißt wahrscheinlich dann auch wiederum 1,5, dass wir hier nur 50 Cent haben. Also 0,5 Euro. Und dann kann man erkennen, 2 Euro mal 1,5, das ist 1 Euro. Und 0,5 Euro mal 1,5, das ist 0,25. Das wäre in dem Fall dann 25 Cent. Wir sehen, insgesamt haben wir 1,25 Euro als Erwartungswert, wenn wir wechseln. Und wenn wir behalten, haben wir den 1 Euro fest, den wir schon haben. Das heißt, tatsächlich ist es ratsam in diesem Fall zu wechseln, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir was gewinnen, nämlich dass wir dann im Durchschnitt liegen wir dann 25 Cent über dem, was wir schon haben. Das ist insofern verwunderlich, weil man denkt, ja eigentlich ist es ja egal. Ja? Im einen liegt das Doppelte wie im anderen drin. Aber dann tatsächlich ist es nicht egal, weil wir ja selbst wenn wir verlieren, nicht leer ausgehen, sondern noch die Hälfte von dem bekommen. Und wenn wir gewinnen, verdoppeln wir. Das liegt daran, dass wir hier eben einen höheren Erwartungswert haben. Schaut doch mal auf der Homepage www.jurelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.